Ich heiße Chun. Ich komme aus einer Welt jenseits des Meeresbodens. Jedes Kind, das sein 17. Lebensjahr erreicht hat, wird am Tag der Volljährigkeitszeremonie in die Menschenwelt entsandt. Die roten Delfine sind wieder da. Siehst du, Bruder? So wie jedes Jahr. Dass das kein normaler Delfin erscheint. Klüger als die anderen. Geh und hol mein Messer. Ich bin hier, um dich zu retten. Bring mir meinen Bruder wieder, bitte. Ich verdanke ihm mein Leben. Diese Schuld will ich begleichen. Es könnte sein, dass ich dir weiterhelfen kann. Aber es hat seinen Preis, einen Toten ins Leben zurückzurufen. Welchen Preis denn? Indem ich ihm deine Seele einflöße, vermag ich ihn zu erwecken. Du musst ihn behüten wie ein Kleinod. Nur so kann er zu einem großen Fisch heranwachsen und in seine Welt zurückkehren. Wenn sie ihn entdecken, werden sie Chun bestrafen. Wenn du nicht willst, dass ihr was passiert, dann geh. Du hast ein Menschenleben weggeworfen! Ich habe unterschätzt, wie viel Kun dir bedeutet. Das ist aber kein gewöhnlicher Fisch. Die Jahreszeiten spielen verrückt. Der Himmel zürnt. Wir dürfen diese Kreatur nicht länger dulden. Er ist unschuldig! Alle werden gegen dich sein. Aber solange dein Herz rein ist und deine Absichten gut, ist es gleich, was die anderen denken. Folge deinem Herzen. Deine Familie ruft nach dir. Sie warten zu Hause auf dich.